Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spyro 3 Year of the Dragon. Im letzten großen Fluglevel, wie es aussieht, die Hafenrennstrecke. Und wir schauen mal, ob wir das irgendwie gebacken kriegen. Das ist jetzt der zweite Versuch, Prinzip. Also ich habe jetzt nichts rausgeschnitten oder so. Es geht nahtlos weiter. Upsala. Oh ja, den nimmt auch alle mit hier. Ah, schade, hab ich eigentlich gekriegt. Ja. Also ich muss hier auf jeden Fall um einige schneller werden. Im ersten Versuch bin ich Vierter geworden. Habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Und da geht mehr, ne? Da geht mehr. Auf jeden Fall geht da mehr. Nehmen wir den noch mit. So. Also Fünfter sind wir schon. Aber das war nicht richtig gut, was ich hier bisher geleistet habe. Den haben. Das war knapp. Okay, ich habe den aber getroffen. Immerhin bin ich jetzt schon Vierter. Vierter war ja mein Endergebnis im ersten Versuch. Von daher könnte das schon besser sein, auf jeden Fall. Den könnte man mitnehmen. Ja, okay. Ja, doch. Ich glaube, das ist nicht so der riesige Umweg. Und vor allem, man kann die da halt noch ein bisschen verlangsamen. Vielleicht ist das gar nicht so verkehrt. So. Ah, dieser blöde Typ, ne? Ne, das nehmen wir nicht mit. Okay, ich bin schon mal Dritter. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Der ist... Ja, der ist scheiße. Okay. Ah, ich glaube, auf den verzichte ich lieber. Wobei die Versuchung halt immer groß ist, ne, den mitzunehmen. Ah, mal gucken. Wir werden sehen. So, also. Oh Gott. Das war schon wieder haarscharf. Ich dachte eben, ich fliege dagegen. Deswegen hatte ich eben fast nicht mitgelenkt. Den kann man, glaube ich, mitnehmen. Das ist jetzt kein riesiger Umweg. Aber ich warte noch ein bisschen, bis ich den Bogen hier habe. So, jetzt. Genau. Direkt überholt. Sehr gut. Ah, shit. Den letzten nicht gekriegt. Das ist doof. Aber es ist doch nicht so einfach. Also, ihr müsst bedenken, wenn man da durchfliegt, dann ist natürlich die Lenkung schon ein bisschen für den Arsch. Ne? Also, man... Oh, das ist gefährlich. Aber ich will den wieder doch mitnehmen. Weil wenn er halt so beschleunigt, ist schon komisch. Wow. Okay, also ich hätte auch rechts lang... Ah, Mist. Habe ich gerade gesehen. Man hätte auch rechts lang fliegen können. Aber halte ich, glaube ich, für keine gute Idee. So, Vierter bin ich wieder. Aber es ist schon die zweite Runde. Ich glaube, ich war eben ein bisschen besser. Mal gucken. Ich versuche nochmal den zu treffen. Ich habe den sogar getroffen. Das hier ist echt eine wichtige Stelle, ne? Dass ich da alles bekomme. So, den muss ich auch mitnehmen. Okay, hat gezählt. Oh fuck. Ah, ich hab dich gekriegt. Den auch nicht. Scheiße. Ach, das war doof. Das war doof. Oh gut, ich bin... Na gut, Dritter bin ich, aber trotzdem. Das hätte viel, viel besser ausgehen können gerade. Upsala. Ich wollte gerade sagen, das war nicht der Zweite, weil der ist ganz komisch geflogen. Ach, das kommt eher hin mit dem Zweiten. Okay. Ah, nee, Erster wird noch nix. Dafür muss ich echt noch ein bisschen besser fliegen. Eieiei. Ich glaube, ich habe hier noch ein Stück Arbeit vor mir. Den nehmen wir mal mit. Und direkt abfeuern. Komm, den musst du erwischen. Ah. Nee. Hat leider den Felsen getroffen. Wieso? Den hab ich mitgenommen, scheiße. Das Gute ist, ja, der Tölpel... Oh, ich habe drei Sterne ausgelassen. Habe ich es auch nicht verdient. Den habe ich es echt nicht verdient. Aber der Tölpel ist halt nicht unlang geflogen. Scheiße, ja. Da bin ich gerade falsch geflogen. Okay, gut. Ich sehe Hoffnung. Ich habe übrigens schon alle Edelsteine. Habt ihr es eben gesehen? Ich habe 15.000. Dann fehlt im Prinzip wohl nur noch ein Ei. Oder nur noch Eier, die ich hierfür kriegen würde. Also ja, es müsste hierfür ein Ei geben. Und es müsste dann praktisch für die Jägeraufgabe noch ein Ei geben. Dann haben wir alles. Also prinzipiell sind wir dem Ende schon sehr nah. Das war wieder doof. Ah, ist das ärgerlich. Na, no, ich nehme viel zu wenig mit.
Ja, okay, gut. Vor allem sollte ich die grünen Ringe mitnehmen, ne? Das ist ganz wichtig. Okay, gut. Und diese Katzenmusik wieder, ne? So. Ich könnte natürlich auch schon ein bisschen was zum Fazit sagen, für mich, zum Spiel. Aber möchte ich eigentlich noch nicht. Möchte ich mir schon für die Credits aufheben. Ah, ärgerlich. Wieder nicht getroffen. So, hoch. Ne? Ja, genau. Da ist der nächste. Sehr gut. Ah, ich bin zu tief. Ah, das ist aber auch ärgerlich, wenn das dann sowas in der dritten Runde passieren sollte. Ne? Also, stellt euch vor, ich bin auf dem ersten oder so und dann passiert so eine Scheiße in der dritten Runde. Also, ich glaube, wenn ich auf dem ersten sein sollte, dann muss ich echt sehr, sehr, sehr vorsichtig fliegen und echt kein Risiko mehr eingehen. Geh weg. Ja, ich hätte das für den zweiten aufschonen sollen, das Ding. Na gut. Ja, den letzten habe ich nicht gekriegt, aber so muss das laufen. Am besten alle vier. Also drei von vier sind Satz. Die muss ich auf jeden Fall kriegen. Nicht gekriegt. Den auch nicht. Scheiße. Oh. Nee, so wird das nix. So wird das nix. So wird das nix. Och Mann. Alex, du musst doch mal was mitnehmen. Ich flieg überall dran vorbei hier. Das ist ja schlimm. Ich bin gerade böse auf mich selbst so ein bisschen, ja. Okay, das war die Startlinie oder Ziellinie, wie man will. Den dritten habe ich. Den hätte ich jetzt mit. Okay, ich bin auf dem zweiten. Ich weiß zwar nicht, wie ich das jetzt angestellt habe, aber okay. Gut. Die Runde ist anscheinend gar nicht so verkehrt. Und er hat wieder nicht diesen Weg genommen. Das heißt, das muss ich jetzt nutzen. Gut. Okay. Das war gar nicht verkehrt. Ich denke, da habe ich ganz gut Punkte gesammelt. Ja. So weit weg ist der erste gar nicht. Ich muss mich jetzt nur ein bisschen konzentrieren. Na, den habe ich jetzt wieder nicht gekriegt. Jetzt könnte der vielleicht helfen sogar. So, komm. Ja. Ich muss ja nicht unbedingt den Rekord aufstellen. Hauptsache erster werden, ne? Okay, das bin ich nämlich gerade. Und ich bin in der zweiten Runde. Wie habe ich das denn angestellt? Ich versuche jetzt einfach, das nach Hause zu fahren, ohne jetzt groß Risiken einzugehen, oder? Also ein paar blaue Sterne sollte ich schon mitnehmen. Aber zum Beispiel diesen roten da unter der Brücke, den sollte ich vielleicht jetzt außer Acht lassen. Den nehme ich vielleicht... Na, ich wollte ihn mitnehmen zur Sicherheit, aber... Ich bin jetzt etwas nervös. Man kann es vielleicht verstehen. So. Aber jetzt kriege ich alle, ne? Das ist schon komisch. Auch mit. Na, schön vorsichtig und konzentriert zu Ende fahren. Ich fliege jetzt oben lang, ist mir egal. Ja, ich will kein Risiko mehr eingehen. Das ist das Ziel. Das war noch, ich sag euch das Ziel. Kommt aber gleich. So. Wir schaffen das. Ja. Ja. Ja, ja, siehst du mal, geht doch. Wow, so schnell habe ich da jetzt nicht mitgerechnet. Das ist ja richtig gut gegangen. Ja, jetzt müssen wir noch Jäger finden. Ja, das ist schön. Krieg ich jetzt ein Ei? Ja. Jesse. Ja, sehr geil. So, dann fehlt uns ja im Prinzip nur noch ein Ei und das müsste das jetzt von Jäger sein. Das mache ich mit der, mit der ersten. Ja, brauche ich nicht. Ich will jetzt Jäger finden. So, wir suchen ihn mal. Hier ist zum Beispiel ein Haus. Vielleicht sieht es denn damit aus. Ne? Oder hier vielleicht. Was haben wir denn da drin? Da ist er ja. Wo kommen bloß immer diese fliegenden Schafuntertassen her? Gerade hat sich wieder eine ein Ei geschnappt und ist damit abgeschwört. Dies hier ist super schnell, aber die Untertasse ist beschädigt und zieht Rauchringe hinter sich her.
Ich glaube, ich kann mit ihm Schritt halten, solange ich es durch die Ringe schaffe. Ja, kennen wir ja schon. Ich bleibe an ihm dran. Ja. Gut, dann hauen wir mal. Ich bin gleich zurück. Ja. Das darfst du übrigens in Horrorfilmen nie sagen. Was ist das denn? Ach, ich muss dem hinterherfliegen, oder was? Was ist das denn? Er ist auch viel zu dicht dran. Ich kann gar nicht erkennen, wo er langfliegt. Das ist jetzt aber echt eine Aufgabe, die muss mir mal einer logisch erklären. Das erinnert mich so ein bisschen an die Rochen-Aufgabe aus dem zweiten Tag. Ich sehe nichts. Also wenn ich nicht sehen kann, wo er langfliegt, dann ist das natürlich echt ein Problem. Boah. Ich sehe doch nichts. Alter Schwede. Okay, anscheinend habe ich es geschafft. War knapp. Das Ei fiel raus, kurz bevor die Untertasse eine Bruchlandung gemacht hat. Hm. Gut, es war leichter als die Rochenaufgabe, aber immerhin. Sarah oder keine Ahnung. Gibt ein Buch Sarah lacht von Stephen King. Muss ich auch mal wieder. Weil es wird genauso geschrieben, auch ohne H. Ja, schön. Ja, eigentlich keine, ne? Ich kann mal kurz auf den. Ach nein! Ach, wollte ich gar nicht. Ich wollte auf den Atlas gucken. Nee. Atlas. Ich will mal kurz gucken, ob ich jetzt hier alles hab. Aber es sieht so aus, ne? Ja. Ja, geil. Dann, ja, gehen wir doch mal ins Hauptlevel zurück. Dann gab's doch dieses eine Tor, wo man, oder das man nur öffnen konnte, wenn man alle Eier und alle Edelsteine hat. Das haben wir jetzt, ja. Da fliege ich jetzt mal hin. Da muss es jetzt ja noch was Tolles geben. Aber einmal gucken wir doch mal eben in Atlas, ob das jetzt stimmt, was ich da alles erzähle. Genau, es gibt noch die Super-Bonus-Welten. Da gibt es halt noch ein Ei und 5000 Edelsteine. Und die sammeln wir jetzt. Ja, geil. Dann haben wir es jetzt bald. Hoho. Dann kriegen wir es tatsächlich jetzt gleich fertig. Frage, ja, wie groß ist das Level jetzt noch, was da jetzt auf uns wartet? Ansonsten, nee, da will ich nicht lang. Ist das vielleicht sogar der letzte Part schon? Da habe ich jetzt eigentlich nicht gerechnet, ne? Mal gucken. Okay, also erstmal muss ich jetzt rausfinden, wie ich da nochmal hinkomme. War das von hier aus? Weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Wie komme ich da nochmal hin? Ah, wie komme ich denn da hin? Das war wahrscheinlich überhaupt nicht synchron. Macht nix. Ja. Keine Ahnung, ob ich da hinkommen soll. Wie war denn das nochmal? Da ist das, ne? Ich glaube, hier ist es. Ja! Super-Bonus-Runde. Oder wahrscheinlich Super-Bonus-Runde? Ich glaube. Ja, ich bin gespannt. Also es gibt nochmal 5000 Edelsteine und ein Ei. Super-Bonus-Runde. Mhm. Bin ja gespannt. So, das ist schon mal einer. Klasse. Und ich höre einen Eierdieb. Und das ist Bianca? Wahrscheinlich. Hey, du hast es endlich geschafft, Spyro. Jäger war etwas in Sorge um dich, als du auszogst, gegen die Zauberin zu kämpfen. Aber ich wusste die ganze Zeit, dass du sie schlagen würdest. Natürlich. Hier hat die Zauberin ihre ganzen Schätze versteckt. Aber nachdem sie geschlagen wurde, kam eine Räuberbande und hat alles geklaut. Wenn du die Diebe fangen kannst, darfst du den Schatz gern behalten. Aha. Die Diebe. Also sind es anscheinend mehrere Eier. Die. Okay. Der ist mir aber eben direkt vor die Nase gelaufen. Geil. Ja, gibt wohl mehrere. Du Scheiße. Boah, sind das viele hier. Oh, aber schön, ne? Macht ja mal Spaß. Einfach nur einsammeln. So, dann gleich mal gucken, dass ich auch nicht. Ah! Da ist er ja. So, ich habe ihn schon gesehen, aber. Also sterben kann ich hier höchstwahrscheinlich auch, ne? Muss er jetzt hingelaufen? Da ist er, okay. Ja, komm, wir sammeln erstmal alles ein, was wir hier finden. Kümmern wir uns gleich um die Eierdiebe.
Was ist denn das jetzt hier für ein Tor überhaupt? Aha, bei 17.000 komme ich da rein. Okay. So. Da komme ich bei 16.000 rein. Okay. Also sind das nochmal extra Level? Ja, ist die Frage, was gibt's denn da drin? Sind das nochmal alles extra Level? 17.000, also das war ich gerade. Ja, 17.000, 16.000. Hm. Wird sich zeigen, ne, was da sich hinter verbirgt. Was ist das? Da war ich anscheinend schon. Ja. Also gut, die muss ich irgendwie noch jagen. Puh. Den krieg ich doch nie so. Ah, hier geht's auch noch weiter. Aha. Was ist das? 20.000? Ach du Scheiße. Ja gut, ja. Es gibt hier ja 5.000 Stück. Ja, richtig. Hm. Okay, der war relativ simpel zu kriegen. Dann habe ich aber gleich die 16.000 schon mal voll. So. Okay. Da sind 18.500. Sehr interessant. Ist da oben ein... Ich dachte, hier oben wäre ein Edelstein. So. Alter, gut, den kann man ja relativ simpel wahrscheinlich kriegen. Weil der ist ja nur hier mal in der Ecke. So. So, das reicht aber immer noch nicht. Ich muss den einen Perl da hinten auch kriegen. Kriege ich den denn am besten? Oh, so. Ah. Ah, das, so könnte ich ihn kriegen, ja. So kriege ich den. So, und jetzt nochmal laden. Laden. Landen. Jawohl! Habe ich jetzt 16.000? Müsste ich ja eigentlich, ne? Der Zähler geht hoch. Nee, mir fehlen noch 40 Stück. Das heißt, ich habe ja irgendwo noch ein paar Edelsteine übersehen. Was war das denn da? Ah! Wo kommst du denn her, du Arschloch? Upsala. Ah, fuck. Ja, das ist toll. Das ist nett. Da hatte ich ja keine Chance, rauszukommen. Ich sterbe in der Bonuswelt. Ich glaub's ja nicht. Ah, ja, wo krieg ich denn jetzt den? Wo war denn der jetzt? Da ist er. Ah. Ach komm, jetzt geh da raus. Ah. Fuck. Ich hab fast gehabt. Uff. Das war auch knapp. Ich muss ja irgendwie die Kurven schneiden und versuchen, den zu kriegen. Na, ich bin nicht wirklich schneller. Nein, doch so erst recht nicht. Scheiße. Wie weit bin ich eigentlich vom Game Over entfernt? Wollte ich gerade fragen. Ich bin beim Game Over angekommen. Ja, die Frage ist echt, wenn es nichts weiter zu holen gibt, ne? Was befindet sich noch hinter diesen letzten 4, 5 Türen, die da jetzt sind? Das werden jetzt ja keine ganzen Level mehr sein, oder? Kann ich das jetzt eigentlich anwählen mit einem Anlass? Warte mal eben. Ich war jetzt ja einmal da. Ja, kann ich. Ja, du sprichst auch direkt dahin, ne? Extra Punkte will ich nicht. Ich wollte dahin. Darf ich nicht? Na gut, dann nicht. Dann muss ich da wohl so hinlaufen. Ja, muss ich jetzt wieder hoch, ne? Immer höher, immer höher, immer höher. So. Ich glaube, von hier aus kam ich dahin, ne? Ja. Zack. Zup. Okay. Oh. Entschuldigung, die wollte ich gar nicht töten. Ja, geil.
Ja, okay, den müssen wir irgendwie noch kriegen, den einen Penner. Und dann schauen wir mal, was es hinter diesen Türen gibt. Da kann doch nicht mehr so viel sein. Den muss ich doch irgendwie kriegen, Mensch.